Wenn du nicht den Erfolg bei Frauen hast, den du dir wünschst, bist du wahrscheinlich ein großes, egoistisches Arschloch und denkst viel zu viel an dich selbst. Willkommen zurück hier im Video am Mittwoch. Du hast schon gerade gehört, worum es gehen soll. Und zwar darum, dass viele Männer riesen Egoisten sind und deswegen keinen Erfolg bei Frauen haben. Ich hatte letztens einen Teilnehmer am Telefon, einen zukünftigen Teilnehmer, und der hat dann, wir haben das Ganze abgeschlossen. Ja, er kommt zu mir ins Coaching und dann meinte er zu mir, ja geil, jetzt werden endlich meine Wünsche erfüllt, jetzt werden endlich meine Bedürfnisse befriedigt, dann in Zukunft. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, hey, das ist genau die falsche Einstellung, das ist genau das Problem. Und ja, ich weiß, ihr habt immer wieder gehört, man soll nicht der Nice Guy sein und der Nice Guy soll man auch nicht sein. Ich will da nur mal kurz nochmal unterscheiden, also der Nice Guy, also wenn du nett zu einer Frau bist, einfach nur nett, dann ist da nichts Schlimmes dran. Wenn du anfängst, deine Meinung, deine Einstellung für eine Frau zu verändern, wenn du anfängst, einer Frau hinterherzulaufen, dann bist du der Nice Guy, der du nicht sein solltest. Es gibt kein Problem damit, nett zu Frauen zu sein, freundlich zu Frauen zu sein. Da gibt es überhaupt kein Problem mit. Solange du trotzdem in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen, solange du trotzdem dein Leben im Griff hast und solange du auf den Tisch schauen kannst, wenn es sein muss. Das sind Sachen, die müssen da sein. Also du musst diese männliche Energie haben, diese Energie des, ich hole mir Sachen, die ich will, ich stehe für mich ein, ich kämpfe für das, was ich haben will. Diese Energie sollte da sein und dann kannst du auch gerne nett zu den Frauen sein. Ja, kein Problem. Also nett sein ist nicht das Problem an dieser Stelle. Und viele Männer verstehen das aber falsch und überkompensieren dann in die andere Richtung. Also vorher waren sie super nett und sind den Frauen hinterhergelaufen, jetzt überkompensieren sie und sind einfach nur das Arschloch, was nur an sich selbst denkt. Und das funktioniert besser, weil es nämlich da draußen, ich sag mal, kaputte Frauen gibt, selbstbewusstseinskaputte Frauen, die von sowas angezogen werden. Ja, wenn du selbst kein Selbstbewusstsein hast, dann wirst du auch von nicht selbstbewussten Menschen angezogen. Das heißt, wenn du immer wieder in Chaosbeziehungen landest mit Chaosfrauen, liegt das daran, dass Chaos in dir selbst ist. Und deswegen kannst du mehr Erfolg mit Frauen haben, wenn du ein Arschloch bist, als wenn du nett bist, aber es ist immer noch nicht das Beste, weil dann kriegst du nur Chaos-Girls. So, wenn du eine ordentliche, coole Zeit mit richtigen Quality-Girls haben willst, mehreren Quality-Girls, einem Quality-Girl in einer festen Beziehung, was auch immer du willst, dann musst du eine andere Richtung gehen. Nämlich die Richtung, dass du, wie gesagt, diese ganzen Sachen hast, von denen ich eben gesprochen habe, Entscheidungen treffen können, deine Ziele verfolgen, auf den Tisch schauen können, wenn es sein muss, aber dann solltest du trotzdem ein netter Mann sein. So, und was bedeutet es jetzt, ein netter Mann zu sein? Was ist jetzt das gute Nett, von dem wir hier reden? Es ist im Grunde gar nicht so schwer, eine Frau zu verführen oder eine Frau von sich zu begeistern. Du musst einfach nur mal hinhören, was sie dir da erzählt. Ja, also wenn sie zum Beispiel, wenn du mit ihr unterwegs bist, du willst sie aus dem Club mit nach Hause nehmen. Ja, und die meisten Männer sind dann so, okay, ich muss einfach noch mehr Druck aufbauen. Ich muss noch mehr Druck machen und dann kommt sie mit zu mir. Nein, du musst einfach nur mal zuhören und rausfinden, was sie denn davon abhält, mit zu dir zu kommen. Ja, was sind denn ihre Sorgen? Ja, und dann gehst du auf ihre Sorgen ein, löst diese Probleme und dann kommt sie mit zu dir nach Hause. Ja, es geht nicht darum, sich ständig die Sorgen der Frauen anzuhören, aber es geht darum, der Frau Gehör zu schenken. Hör der Frau mal zu. Ja, das ist schon alles, was die Frauen von uns wollen, dass wir mal wirklich zuhören. Und dann ist das Problem meistens schon gelöst, denn es gab gar kein Problem, sondern die wollten einfach nur mal, dass du ihnen zuhörst. Ja, oder wenn du sie dann bei dir hast, so, kümmere dich halt um sie körperlich. Also sorg dafür, dass es ihr beim Sex abgeht, so. Massiere sie, streichle sie, sei einfach liebevoll zu ihr, denn wenn du das machst, kriegst du es einfach von der Frau zurück. Also du musst dir halt keine Sorgen darum machen, wie bekomme ich das, was ich will, sondern mach dir mal mehr Gedanken darum, wie kann ich anderen Leuten das geben, was sie wollen. Weil wenn du das machst, kriegst du sowieso alles immer zurück. Und die anderen sind happy. Das heißt, du musst weg von dieser falschen oder hinderlichen Einstellung, mal ganz allgemein im Umgang mit Menschen, diese Einstellung, wie kann ich das meiste rausholen? Das ist einfach die falsche Einstellung. Du solltest dir überlegen, wie kann ich das meiste an Wert liefern? Weil wenn du massiven Wert lieferst, dann kriegst du massiven Wert zurück. Und beide Parteien sind happy. Ja, du solltest nicht gucken, wie manipuliere ich die Frau dahin, dass sie mir das gibt, was ich will. Sondern rausfinden, was die Frau will und es ihr geben. Und dann ist sie super happy und dann bist du super happy. Ja, wenn du die Frau happy machst, ja, wenn du dich um die kümmerst, wenn du ihr zuhörst, wenn du sie wie deine Prinzessin behandelst, wenn du sie einfach gut behandelst, egal ob sie jetzt deine feste Freundin ist oder nicht, wenn du sie einfach gut behandelst, dann wirst du das alles zurückbekommen von der Frau. Dann wirst du genau das von der Frau bekommen, was du dir wünschst. Geilen Sex, Liebe, dass sie mega auf dich steht, dass sie dir folgt, dass sie dich für ihren König hält. Das sind alles Sachen, die bekommst du von ihr, wenn du aufhörst, dich nur auf dich zu fokussieren. Und das sage ich. Und ich bin der Großmeister darin, sich auf sich selbst zu fokussieren. Denn nichts anderes habe ich in meinen vergangenen Beziehungen gemacht. Und das hat mich auch an den Punkt geführt, wo ich gerade bin. Aktuell bin ich Single, bin auch gerne Single, alles gut. Aber diese Beziehungen sind in die Brüche gegangen, weil mein Fokus immer nur auf mir selbst lag. Ich habe immer nur überlegt, okay, wie kann ich das meiste für mich rausholen, statt zu überlegen, wie kann ich das meiste auch für sie rausholen. Natürlich auch für mich. Natürlich sollst du auch an dich selbst denken, das ist natürlich klar. Aber du kriegst es sowieso von den Leuten zurück. Immer. Ja, kümmere dich darum, dass du, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, sorg dafür, dass deine Freunde eine geile Zeit mit dir haben.
dann hast du auch eine geile Zeit. Dann kriegst du das von denen zurück. Wenn du der Typ bist, der immer geile Hauspartys schmeißt, Wert liefert für die anderen, dann wirst du auf jede andere geile Party ebenfalls eingeladen, denn du hast ja bereits Wert geliefert. Ja, das kriegst du alles zurück, gerade im Umgang mit Frauen. Deswegen schau dir einfach an, was braucht diese Frau, was will diese Frau. Behandle die Frau gut, gib ihr Liebe, gib ihr Zuneigung, hör ihr zu, gib ihr geilen Sex, kümmere dich um sie und ihre körperlichen sowie geistigen Bedürfnisse. Natürlich nicht nur, aber du wirst alles zurückbekommen, was du sowieso haben möchtest und dein Erfolg mit Frauen wird sich massiv verbessern. Ja, das ist doch immer das, wovor die, das ist das Einzige, wovor Qualitätsfrauen Angst haben. Die haben Angst, das kennst du bestimmt, Frauen haben Angst, ausgenutzt zu werden. Und deswegen kriegst du diese ganzen Tests, deswegen passieren diese ganzen Checks der Frauen, dass die gucken, was bist du eigentlich für ein Typ, weil die einfach nicht ausgenutzt werden wollen von Typen, die nur an sich selbst denken. Deswegen gibt es Verteidigungsmechanismen bei der Frau, deswegen gibt es Shit-Tests. Die wollen nur sicher gehen, dass du nicht so ein Typ bist. Und wie gesagt, ja, es gibt auch manche Frauen, die wollen spezifisch so einen Typen, weil die mit guter Behandlung nicht umgehen können. Das klingt verrückt, aber es gibt Menschen, also nicht nur Frauen, auch Männer. Und jeder von uns war sicherlich mal an diesem Punkt, dass man so wenig von sich selbst hält, dass man mit guter Behandlung einer anderen Person nicht umgehen kann. Das fühlt sich falsch an. Ja, das fühlt sich falsch an, weil du selbst von dir denkst, ich bin es nicht wert, dann fühlt sich das falsch an und solche Menschen möchtest du nicht in deiner Umgebung haben, die dich gut behandeln. Dann suchst du nach Leuten, die dich schlecht behandeln, weil das entspricht wieder deinem Selbstbild. Ja, du musst verstehen, wir wollen unser Selbstbild immer verteidigen und wenn dein Selbstbild von dir selbst ist, dass du es nicht wert bist, dann willst du das halt verteidigen. Ja, weil das ist das Gewohnte, das kennst du, das willst du nicht aufgeben. Ja, du willst nicht ins Unbekannte vorstoßen, du willst es behalten, dein Selbstbild. Und dann suchst du dir halt Leute, die dir das bestätigen und das sind Leute, die dich schlecht behandeln. Deswegen, es gibt Frauen, die stehen auf schlechte Behandlung. So. Aber das sind nicht die Frauen, die du haben willst. Das sind nicht die Frauen, die dich weiterbringen. Und wenn du nur Frauen in deinem Leben hast, die auf schlechte Behandlung stehen, dann bist du einfach selbst in deinem Selbstwert noch komplett im Arsch. Und dann lebst du einfach ein richtig scheiß Leben, wo du ein richtig geiles Leben leben könntest. Na, und deswegen mach dir mehr, also krasser Mindset-Shift für dich, wenn du mehr Erfolg mit Frauen haben willst, beziehungsweise check mal, wie das bei dir ist und ob das vielleicht daran liegt. Ich meine, wenn du jetzt der Nice, das ist übrigens auch so, wenn du der Nice Guy bist, der allen Leuten, der den Frauen hinterherläuft und ihnen versucht, alles recht zu machen, dann bist du übrigens auch ein krasser Egoist, ja, weil du willst halt deine eigenen Bedürfnisse befriedigen und um die befriedigen zu wollen, versuchst du es der Frau recht zu machen. Ganz egal, ob das passt oder nicht, ganz egal, ob es richtig für dich ist oder nicht, du machst das einfach und versuchst sie dazu zu manipulieren, dass sie dir das gibt, was du willst. Aber das sollte nicht der Fokus sein. Das heißt, diese Nice-Guy-Typen sind auch Egoisten, genauso wie die massiv Arschlöcher-Egoisten sind. Du musst in der Mitte ankommen, zwischen diesen beiden Extremen. Und manchmal ist es wichtig in der Entwicklung, erst ein mega Nice-Guy zu sein, dann mega Arschloch zu sein. Das habe ich auch so gemacht. Ich war erst mega Nice-Guy, dann mega Arschloch und jetzt in der Mitte. Ja, dann gibst du den Frauen einfach nur so, ohne zurückzuwollen. Und dann kriegst du nämlich alles zurück. Das heißt, wenn dein Erfolg mit Frauen nicht so ist, wie er sein sollte, check mal bei dir selbst, wie ist so deine Einstellung zu Frauen? Benutzt du Frauen als Mittel, um was zu bekommen? Oder gibst du Frauen einfach so? Und wenn du Frauen gibst, wenn du Wert schaffst, dann wirst du richtig Erfolg mit Frauen haben. Das sind die Frauen, das sind die Typen, auf die Frauen tatsächlich mega stehen. Und dann hast du auch keine Probleme mehr mit Frauen. Dann hast du auch Erfolg mit Frauen. Dann ist es auch eine Leichtigkeit. Ja? So einfach ist das Ganze. Schön, dass du dabei warst. Hier links kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kommst du zur privaten Beratungssession. Da kannst du dich kostenlos eintragen. Und unten rechts in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.